Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Runde Grounded. So, ich habe ja gesagt gehabt, vielleicht schaffe ich es, mich schlau zu machen, wo der Schlüssel denn ist, damit wir nicht mit leeren Händen hinausgehen oder daheim gehen. Und ich habe mich schlau gemacht. Er soll nämlich tatsächlich hier unten in dieser Röhre sein. Ehrlich gesagt, ich hätte auch da, wo der liegen soll, nie geguckt. Also da wäre ich, glaube ich, nie hingegangen. Ja, gut, also in der Höhle habe ich Glück gehabt. Da habe ich den Schlüssel ja direkt durch einen dummen Zufall gefunden, quasi. Und ich dachte, das gleiche Prinzip könnte man hier auch anwenden, dass der Schlüssel in der Nähe ist, so wie jetzt im Teich, ne? Da ist eine Strömung, der muss ja irgendwo zwischen den Steinen liegen. Aber das Prinzip war nicht ganz das gleiche. So, jetzt wollen wir einmal kurz diesen Schlüssel holen, nachdem wir natürlich... Ja, ohne Mampf kein Kampf. Wir müssen ja mal frühstücken hier. Ist ja frisch am Tage. Kann ich das essen? Besser nicht. Verrottetes Essen. Nehmen wir den hier. Der powert uns vernünftig hoch. Ist besser wie der Apfel. So. Ich habe jetzt natürlich kein Kiemrohr dabei. Oh. Aber ich hoffe, dass das kein Problem ist. Ach, ich habe ja auch gar keinen Hammer dabei. Ja, gut. So gut vorbereitet, so gut vorbereitet. So, den Schlüssel wollen wir auf jeden Fall holen. Wir wollen ja den Chip für Burke haben. Jetzt muss ich hier durch. Oh, ich brauche ein Messer. Das ist nicht euer Ernst. So. So. Wir wollen ja tatsächlich den Chip haben. Den braucht unser Freund Burke. So, hier vorne in der Höhle ist der Chip. Den gehen wir gleich wieder raus. Und was wir definitiv bauen müssen, ist unser Ankerpunkt für die Zipline. Auch wenn wir kein Seil haben, um die direkt auszuprobieren. Aber wir haben denn schon mal die Zipline. So wird, weil wäre ja Quatsch, ne? Wenn wir jetzt hier abbrechen... weiter wandern und haben das nicht getan. So, jetzt muss ich ja mal, ich muss ja mit über die Schaufel wieder nach oben gehen. Moment mal. Ich habe gar nicht das Material für die Zipline. Ich bin so ein Held. Ich habe es ja nur einmal eingepackt für die andere Zipline auf der, also für den auf der anderen Seite. Oh nein. Okay, ein Moment. Wir machen einen kurzen Cut. Ich hole das Material von der Basis hierher und wir tun einfach so, als wäre das nie passiert und ich hätte perfekt geplant mich ausgestattet, ja? Okay, ich bin gleich wieder da. So, wir sind zurück. Ja, wir wollten ja die Zipline bauen. Moment, haben wir eigentlich alles dabei? Ton, Seil. Ach, wir haben doch genug Seil eingepackt, um bis zur Basis zu kommen. Ja, das ist doch prima. Und Klee haben wir auch. Und Stängel. Ein Glück sind wir so gut ausgestattet, ja? Wir haben tatsächlich an alles gedacht. Eine Handvoll Stängel, Seidenseil, ein bisschen Ton. Ja, die Frage ist ja eigentlich, also okay, das könnte, ah, ich wusste, das tut weh. So, die Frage ist ja eigentlich, dadurch, dass wir natürlich vorausschauend gearbeitet haben und an absolut alles gedacht haben, wie weit komme ich eigentlich da nach vorne, ohne dass die Hummeln, ja, ein Problem mit mir haben. Er guckt ja schon wieder. Weil irgendwie so ganz so friedlich... die Bienen. Weil ganz so... friedlich sind die ja tatsächlich nicht, ne? Die sind ja, warum auch immer, hin und wieder reizbar. Ein Keks-Sandwich-Brocken? Das nehmen wir mal mit. Und das Gute ist, das können wir gleich hier vorne analysieren. Dann vergesse ich das nicht wieder. So, wo ist denn unser
Zielpunkt? Also wo wollen wir denn eigentlich hin? Im Dunkeln sieht man die Basis besser, ne? Wir legen das einmal kurz hier hin. So. Kann er nicht weg, ne? Let's see what's around here. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das sieht aber auch nicht so gesund aus, ne? So, wir müssen... Da ist eins meiner Häuschen. Mein Gott, die Basis ist ja so getarnt. Das fällt ja kaum auf. Und hier ist unser Gestell. Da wollen wir hin. Ich denke, vom Winkel wäre das hier schon in Ordnung. Könnte man so lassen, oder? So von der Höhe. Oder wir sagen, wir gehen hier nach außen und bauen hier nochmal so ein kleines Podest dran. Hat keinen großen Grund, aber es sieht halt schicker aus, ne? So, das heißt, wir brauchen einmal kurz ein Fundament. Ah, das wird nicht unterstützt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mit Kante bauen. Wird schon so altersgerecht, ne? Ebenerdig sollte schon sein. Es geht nur, wenn wir so ein Stück hier aufs ins Holz gehen. Das soll ja schon ein bisschen nach was aussehen, ne? Ist auch, wir machen das anders. Wir stellen unser Fundament einfach hier hin. So, von der Höhe her denke ich mal, wir müssen gar nicht so hoch gehen, oder? Das sollte schon passen mit dem Gefälle. Da bin ich zuversichtlich. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Rasen. Eigentlich. Und noch ein bisschen Rasen. Und Dreieck. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht machen kann, ist ein Geländer. Das wäre natürlich auch noch schön gewesen. Aber gut, kein Problem. Machen wir das ohne, ne? Jetzt wird es wieder alles viel größer, als ich ursprünglich gedacht habe. Achso, und an den Schlüssel muss ich, an den Chip muss ich denken. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Jetzt verfalle ich hier schon wieder in Baulaune. Ich habe gar nicht so viel Gras mehr hier oben. Gut, dann machen wir erstmal nur, dass wir das Gestell stellen können. Das muss ja später, also irgendwo, man muss ja schon ein bisschen überall bauen, ne? Ich denke mal, dass wir das hier auch ein bisschen überdachen werden noch vielleicht. Oder auf jeden Fall so ein Geländer als Fallschutz. Ah ne, wir müssen ja am Fundament zuerst. Ja. Und... Gut, und dann kriegen wir zumindest die Dreiecke noch fertig, oder? Haben wir noch vier Platten? Der Apfel ist wieder ganz. Gut, wir haben zwei Platten. Wir bauen erstmal mit dem, was wir haben. Wir haben ja Zeit, ne? Wir sind gerade erst gekommen. Glücklicherweise, wir haben ja an alles gedacht. Wir haben eine Axt mit. Ich habe noch genug Stängel, damit wir das Gestell stellen können. So, wir gucken erstmal. Gestell. Warst du hier schon drauf? Wir müssen ungefähr so, oder? Also ich würde sagen, das passt soweit. Da kommen wir doch relativ... Ne, warte mal. Da müssen wir hin. Okay. Jetzt haben wir so einen kleinen Punkt. Ah doch, das passt. Ich bin da zuversichtlich. Das kriegen wir hin. So, da kommen ja mal ein paar Stängelchen rein. Und Ton. Und dann brauchen wir noch zwei Stängel. Die habe ich ja auch noch hier oben, ne? Die sind ja eigentlich um die Ecke. Jetzt wird das schon wieder dunkel. Der Tag hat doch gerade erst angefangen.
Als ob uns ein Teil des Tages fehlt. Ein Abschnitt für immer verloren. Oh, immer mit dem Kopf da stoßen. Der tut dem kleinen Mann nur weh. Gut. Also dafür brauche ich 20 Seil. Bereits verbunden. Nein. Ah. Tada. Jetzt haben wir schon mal einen Weg nach Hause zur Basis. Oh, ich würde am liebsten würde ich direkt losfahren, ne? Aber dann muss ich den ganzen Weg wieder hierher laufen. Wir machen hier erstmal fertig. Ach, das ist ja praktisch. Und vom Seil her passt das sogar noch, dass wir uns hier rüber Richtung Sandkasten die Schnur spannen können. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass das Seil gar nicht reicht von der Menge. Weil ich nicht wusste, wie viel die Seilbahn überhaupt braucht. Okay, warte, wie war das? Nee. Ah ja, genau. So. Oh nein, es fehlt ein Seil. Okay, dann kommen wir noch nicht rüber an die Seilrutsche. Oh, einmal im Ressourcenanalysator. Was können wir denn aus Bienenpelz machen? Wanddeko ist auch schön, ne? Deko, das macht das doch alles viel wohnlicher hier. Salz. Salzpfeile. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken. Oh, Menschenfutter? Klingt ein bisschen kannibalistisch. Naja. So sei es. Einmal wollte man lesen. Salzpfeil. Was hat denn der Besonderes? So, ich brauche dafür ein Federpfeil und ein Stück Salz. Also ich muss erst Federpfeile machen und dann kann ich daraus Salzpfeile machen. Ein einfacher Pfeil für gesalzenen Schaden. Es wäre schön, wenn so eine Liste hier irgendwie eine Seite wäre mit Bildern der Tiere, was der, wo der Pfeil besonders stark wirkt oder so. Aber gut, das finden wir noch heraus. Wir könnten ja auch eigentlich hier diese Daten durchgehen. Wir haben ja ein paar Tiere. Schärfe. Salz ist nicht scharf. Ah, hier. Resistent gegen salzig. Gut, Milben, die sind ja keine Gegner. Larven haben Probleme mit der Schärfe. Schärfe. Schärfe ist die Lösung für alles, wa? Okay, dann weiß ich noch gar nicht, wofür wir salzig brauchen eigentlich. Wo war denn hier die Tür? Ah, hier. So, du guter Dr. Tully. Wie bin ich denn da hingekommen? Links? Hier durch. Oh, jetzt könnte es ja sein, dass wir wieder kämpfen müssen, weil wir so dicht an den Bienen sind, ne? Minotaurus Labyrinthschlüssel verfügbar. Oh, da ist ein Skep, ist da auch noch drinne. Ich bin so fertig, ich komme hier nicht hoch. Was ist das? Quarzit? Ey, erstmal das Chip. Ich sehe nichts. So. Chip haben wir. Quarzit nehmen wir auch mit. Marmor nehmen wir mit. Ist doch klar. Den Scap nehmen wir mit. Und was bist du? Ein Mega-Milchmolar. Ah, oh, dann können wir ja wieder leveln. Ich hänge fest. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Komm hier nicht mehr raus. Hallo? Ah, geht doch. Du bist neutral, Kumpel. Hast du das vergessen? Du bist... Nein, nein. Du bist neutral. Und deine Augen sind deine Schwachstelle. Au. Okay. Fertig? Also, du bist nicht ganz so neutral, wie ich mir das erhofft habe. Oh, das tat mir weh. Jetzt bleib doch mal hier. Du kannst nicht abhauen. Das ist feige. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich unseren haarigen Freund schon gekriegt. Wobei mir jetzt auffällt, wenn das hier die Burg von Dr. Tully ist, ja? Der hat die ja sicherlich hier hochgebracht als kleines Spielzeug beim Picknick. Hat sich da ein paar coole Sachen überlegt, als er die Kiste da reingestellt hat, ne? So, aber rein theoretisch. Ah nee, er war groß, ja. Ach, die Burg ist ein Spiel. Oh Gott, jetzt raff ich das erst. Ja, klar. Ja, das ergibt irgendwie Sinn, ne? Das ist ein Spielfeld. Ja, und ich habe mich gerade gefragt, ob man die Bienen domestizieren kann, damit man quasi auf den Reiten durch die Lüfte fliegen kann. Also nicht jetzt, sondern irgendwann ganz später im Verlauf des Spiels. Und ob der Dr. Tully vielleicht mit so einer Biene hier hochgekommen ist, um den Scap, den Megamilchmolar und den Chip zu verstecken. Aber tatsächlich hat er das ja wahrscheinlich hier alles schon hinterlassen, als er groß war. Er kam ja als Miniatur-Tully hier gar nicht hoch. So, das können wir auch noch analysieren. Science! Science! Eine ausgestopfte Biene können wir machen. Gut. Oh, gut, gut, gut. Wir haben den Chip. Wir haben... Ich kann den Keks gar nicht analysieren. Nee, tatsächlich. Aber wir können leveln. So, Milchmolars. Jetzt können wir... Wir haben noch ein Mega-Milchmolar. Wir können die Verbrauchsgegenstandsstapelgröße erhöhen. Die Rohstoffstapelgröße. Oder die Pfeilstapelgröße. Ich würde allerdings sagen, dass wir erstmal auf die Verbrauchsgegenstandsstapelgröße gehen. Also der erfordert sowieso zwei. Damit wir ein bisschen mehr mitnehmen können. Ne? Das ist ja wichtig. So, genau, wir haben ja noch Aufgaben. Handwerker, Stachelsprössling. Ach, süße, das haben wir auch noch nicht gemacht. Und Chip-Rettungstruppe, geschmackvoller Aufstieg. Sprühflaschen. Anders. Oh Gott, ich hatte kurzzeitig Angst. So, Chip-Rettungstruppe, geschmackvoller Aufstieg. An des Irrgartenende auf hohem Berg ist Minotaurenschatz verschlossen. Den Schlüssel nahm er mit in düsteres Grab durch dunkles Rohr. Es empfiehlt sich ein Licht. Oh Gott, das ist ein Rätsel. Ich habe eine Aufgabe angenommen, die ich tatsächlich abgeschlossen habe, ohne zu wissen, dass ich die Aufgabe dafür angenommen habe. Dunkles Grab. War da vielleicht noch so ein Skelett drin? Also könnten wir da noch irgendwelche Rüstung finden? Das wäre jetzt interessant, ne? So, wir haben nur noch einen Schluck zu trinken. Oh, oh! Nein! Ich schaffe es nicht. Nein! Okay.
Dann nehmen wir uns hier einen Tropfen. Wenn wir eh hier unten sind, können wir auch einen Tropfen trinken. Komm mal runter. So, das wäre erledigt. Und dann können wir unsere Flasche noch auffüllen. Hier haben wir noch einen. Nein, er kullert. Nicht, dass er noch ins dreckige Wasser rollt. Da war ein Bombardierkäfer. Bist du da? Wunderbar, dann haben wir den nämlich auch dabei wieder aufgeführt. Was ist das denn? Ich höre doch hier was. Du warst das nicht. Du bist so süß, Maya. Du bist so süß. Nein, Spaß. Die soll mal ruhig schlafen. So, jetzt will ich aber Seilbahn fahren. Aua. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Jetzt habe ich auf den gar nicht mehr geachtet. Jetzt war ich von Maya so abgelenkt. Ja, jetzt einmal wieder die Schaufel hochlaufen. Dann fahren wir Seilbahn und dann bringen wir Burke sein Schiff. Dann haben wir eine gute Tat vollbracht. Kann man mit der Seilbahn eigentlich auch aufwärts fahren? Also selbst wenn nicht jetzt, vielleicht später. Dass man so eine Art Motor hat oder... Das wäre schon praktisch, weil ich muss ja trotzdem immer hierher laufen, wenn ich in der Ecke was machen will. Also ich würde mir gerne als nächstes den Sandkasten angucken. Bietet sich ja an, jetzt wo wir hier die Schnur sowieso fast gespannt haben. Komplett. Wir kämen ja dann rüber, dass wir sagen, wir bauen uns hier so ein bisschen noch was auf. So ein kleines Außenlager mit einer Werkbank, einer Kiste, halt den Utensilien, die man regelmäßig braucht. Und dann wird unser nächstes Abenteuer der Sandkasten werden. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also ich hätte schon Lust zu. Wobei ich natürlich auch ganz gerne, das will ich schon seit längerem, ich würde ganz gerne... Hey Kleiner. Da hinten rüber. Oh. Da ist noch Science. Ah, da muss ich mich wieder rüberbauen, ne? Den Sprung schaffe ich nicht. Nee, das... Oder? Nee, den würde ich nicht schaffen. Ah, da muss ich mich auch noch rüberbauen. Die Science nehmen wir mit und ich würde gerne einmal hier rüber gucken. Hier mit dem Grill, dem Holzstapel, dem Schuppen. Da würde ich schon gerne mal... Und hier auch dem Fahrrad, ob ich da auch irgendwas abbauen kann oder nutzen kann für unsere Zwecke. Das würde mich schon interessieren. So, jetzt wollen wir aber erstmal Seilbahn fahren, ne? Jetzt fahren wir unten, wären wir clever gewesen, hätten wir noch... Oder wäre ich clever gewesen, hätte ich noch Rasen mit hochnehmen können. Ja... Sagen wir mal nichts zu, ne? Wieso habe ich denn jetzt diese Schattenbildung hier?
So, ich konnte das mit der Schattenbildung fixen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Och, ey, Leute, ihr seid neutral. Ja, wir sind Freunde. Ich gehöre zu... Au, au, au. Ich gehöre zu der Art Menschen, die einen Kuchen mit euch teilt. Lass mich in Ruhe. Das ist so frech. Ich brauche irgendwo ein bisschen Deckung, dass der nicht immer hochfliegen kann. So, jetzt mach ich dich fertig. Komm doch. Oh, das lähmt mich, ne? Die Pollen? Ha, komm doch her. Ah, will er nicht, ne? Na komm. Los, du willst es doch. Ich habe das Gefühl, ich mache ihm gar keinen Damage. Wo ist er? Kommst du hier rein? Will er nicht, will er nicht. Wie kann ich denn die Pfeile skippen eigentlich? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich jetzt direkt auf meine Stinkerpfeile wechsle? Nee. Jetzt kommst du hier rein. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich hätte zu gerne auf den Stinkerfall gewechselt. Ich hätte gerne mal geguckt, ob das irgendwie helfen würde. Aber na gut. So, der liegt außerhalb. Da, Zipline fahren, Zipline fahren. Ob da auch was drin ist, was ich mir gönnen kann? Aber da müssen wir ein andermal, da muss ich wieder vorbereiten, da muss ich Baumaterial holen, ne? So. Jetzt einmal zu Birgel. Birg braucht seinen Chip, wie war das? Oh ja. Wuhu! Oh, hier kann man alles nochmal richtig schön überblicken. Ich hoffe, die Mücken sind jetzt kein Problem. Nee. Sehr schön. Oh, wow, 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 wow. Ja, die Landezone müssen wir eventuell ein bisschen erweitern. Das war ja schon recht knapp, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wir haben ja eh nur 8. Das hätte jetzt auch leicht nach hinten... Wäre ich jetzt runtergefallen, das wäre ja ärgerlich. Zumal ich noch nicht gefrühstückt habe. So. Das kann uns nächstes Mal nicht mehr passieren. Da sind wir abgesichert. Jetzt haben wir einen Boden. So, habe ich noch irgendwas zu essen fertig? Nee. Aber ich kann ja das hier essen. Wie viel kriege ich denn an... Oh Gott, das ist ja nix. Gut, dann snacken wir den einmal weg. Ah, ich hätte bestimmt irgendwas damit noch kochen können. Ja gut, aber wir wissen ja, wo wir es kriegen. Dann essen wir noch den Apfel. Wir sind ja gesund, ne? Nach was Süßes kommt was Gesundes. So. Und den hauen wir uns auch noch rein. Der müsste unser Lebensbalken langsam wieder hochgehen. Da siehst du. So. Damit sind wir wieder gestärkt. Wir haben getrunken, wir haben gegessen. Da unten wird gestunken und gefressen. So, achso, bevor wir zu Birg gehen, eine Kleinigkeit, eine klitzekleine Kleinigkeit. Ich habe mir jetzt überlegt, so sieht das schon wesentlich ordentlich aus.
Und so kann ich das auch abnehmen. Also so können wir das lassen. Dann bin ich damit zufrieden. Gut, Geländer müssen wir noch machen. Lampen und, ne? Aber ich bin schon mal damit zufrieden. Jetzt sieht zumindest der Übergang da ein bisschen vernünftig aus. So, wollen wir noch irgendwas mitnehmen? Aussortieren. Wenn wir schon mal hier sind. Weil wir wollen ja letztendlich wieder nach da hinten. Was können wir denn weglegen? Was wollen wir mitnehmen? Erstmal brauchen wir Seidenseil. Damit wir die nächste Zipline fertig machen können. Und dann einmal in unsere Mischkiste hier. Oh, das ist was anderes. Das sind robuste, das sind normale. Okay. Ein cooler Stein, der für genau eine Sache nützlich ist. Waffen zu verbessern. Besser als die normalen. Ein cooler Stein. Und jetzt kommt die robuste Marmorscherbe. Ein cooler Stein, der für genau eine Sache nützlich ist. Rüstung zu verbessern. Besser als die normalen. Gut, wissen wir da Bescheid? Das können wir hier aber nicht einsortieren. Ich habe jetzt keine Kiste für sowas. Ah. So, ich habe eine Kiste für sowas. Wir packen das einmal hier rüber. Dann nehmen wir den ganzen Kram hier raus. Das stecken wir dann auch noch in die Kiste. Machen wir hier drunter. So. Und so, bisschen zugeordnet. Was brauchen wir denn nicht? Oh, ich brauche noch so viele Kisten. Aber will ich jetzt noch so eine Schlampenkiste hier anfangen? Eigentlich ja nicht, ne? So. Das nehmen wir nochmal mit. Und das dürfte reichen. Dann können wir nochmal eine Kiste hinten machen. An der, am Honigtopf oder was das da ist. Hier bei den Bienen. Am Picknicktisch. So. Wir brauchen noch einen Stachelsprössling. Und wir müssen Burg den Chip bringen. Einen Moment. Stachelsprössling. Diese Quest wäre damit erfüllt und wir haben 250 Science Points erreicht. Oder bekommen. So, wo ist der denn da? Bin mit meiner Axt ganz zufrieden. So. Dann laufen wir erstmal zu Burg. Und bringen ihn einen Super Chip. Bräuchte auch mal. Oh. Da ist Stress. Wie viel Leben hat der Marienkäfer noch? Haben die gerade erst angefangen? Ja, ja. Nee, das lohnt nicht, ne? Da warten wir jetzt nicht. So, dann gehen wir jetzt einmal zu Burg. Unterwegs können wir nochmal einen Löwenzahnstängel weghauen. Ich bräuchte nämlich mal einen neuen Gleitschirm. Wo war denn? Hier ist einer. Aber hier in der Nähe ist eine Spinne, ne? Müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. Nicht, dass wir da plötzlich überrannt werden. Oder überrascht. So, wir nehmen mal beide mit. Warum nicht? Was soll der Geiz, ne? Nehmen die beide einen separaten Platz ein. Oh, Tatsache, das ist ja frech. So. Ah, nein. Du dahin. Du weg. So, der kann weg. Auf zu Burg, mein einzigen Freund hier unten. Burg, 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 bam, 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 bam. Nehmen wir. Hört ihr das? Hier ist irgendwo. Ah. Sofern ich nicht total deppert bin, hier ist Science. Wer hat's gehört? Ah, ehrlich? Wer konnte es hören? Komme ich da so rüber? Ja, ne? Ohne Probleme.
Science. Surprisingly awesome? Na sicher ist das awesome. Da können wir coolen Stuff mit anfangen. Wie Rezepte kaufen, damit wir coolen Stuff anfangen können. Es tut mir leid, aber wir müssen unsere Nahrungsvorräte demnächst aufbessern. Das heißt, wir brauchen da hinten ja einen Grill. Eine Küche nicht unbedingt, aber ein Grill wäre schon praktisch. Eine Werkbank, eine Kiste. Da sind Spinnennetze. Das macht mir ein bisschen Gedanken. Wo bin ich denn hier? Oh, ich bin zu früh abgebogen. Also macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, Grill, Werkbank, eine Kiste, Zelt haben wir ja schon. Da sind wir soweit zufrieden mit. Ich glaube, Wolle ist unterwegs. Ah, jetzt habe ich wieder keinen Hammer dabei. Oh, jetzt auf die Schnelle einen bauen, das ist auch nicht das Wahre. Da müssen wir ja wieder die ganzen Sachen suchen. Oh, es ist gar keiner zu Hause. Okay, dann müssen wir verschärft die Augen aufhalten, weil Wolfgang und Wolfgang wegen Wolfspinne, da bin ich sehr kreativ. Wolfgang und Sebastian hier unterwegs sind. So, Hammer haben wir immer noch nicht. Auch nicht für diese Eichel. Da wäre noch ein Safttropfen. Ach doch, da. Falscher Alarm. Oder? Ich habe jetzt nur einen gesehen. Oh, Saft. Komm. So. Ne, sind beide in der Hütte. Beide schlafen. Aber es kommt die Dämmerung. Also die könnten auch jeden Moment aufwachen. Das heißt, vorsichtig müssen wir so oder so sein. So, Berg, wo bist du? Berg, ich bin wieder da. Berg? Berg, ich höre dich doch. Ah, Berg, warte. Du glaubst nicht, wo ich war. Da war ein Picknicktisch, ne? An diesem Picknicktisch habe ich von Dr. Tully noch ein Superchip gefunden und ein Megamilchmolar und ein Scap, den ich noch gar nicht angeguckt habe. Und ich habe Sachen analysiert. How can I help you today? Bitteschön. Den habe ich für dich gefunden. Und? Fühlst du dich besser? And let us see what I can. Much better. Check the ASL Terminals Science Shop for the new recipes. Alles klärchen, das mache ich. Ich danke dir, Berg. So. Was machst du hier unten drinne? Hallo? Das ist privat. Das ist ein Privatgrundstück. Du musst hier raus. Das ist Hausfriedensbruch. Ich kann auch die Polizei rufen. Ich drücke nur mal ein Auge zu, weil wir sind beide gleich gedressed und du hast einen ziemlich guten Kleidungsstil. So, zum ASL Terminal. Haben wir neue Rezepte. Was haben wir denn Neues? Habe ich überhaupt genug Points? Ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn der hier gewesen? Nein. Ach, hier vorne gleich. So, wir haben neue Aufgaben und wir, oh Gott, haben wir 4 Punkte. Ah, was können wir denn alles machen? Wir können eine Leiter. Oh, Leitern, das wäre auch. Ich stelle es mir praktisch vor. Heißsporn. Senkt den Fallschaden. Gut, ja. Ist praktisch, brauchen wir eigentlich schon. Aber wenn wir jetzt Richtung Sandkasten gehen, vielleicht da irgendwie eine Faserverbandrezept, sodass viel weniger Material pro Verband verbraucht wird. Wobei so viel Material wird ja nicht verbraucht,
Was? Bombenrezept. Eine mit klebrigen Substanzen überzogene Bombe haftet am ersten Aufprallpunkt. Okay. Oh, macht richtig ordentlich Schaden. Können wir vielleicht auch für Tiere einsetzen? Sprengkörper? Flipflossenverbesserung, Tauchlaternenverbesserung. Ich habe in dem Teich noch nicht alles gefunden. Ein schwimmendes Fundament. Oh, das würde mich halt auch total interessieren. Ich würde so gern mit einem schwimmenden Fundament ein schwimmendes Haus bauen. So, Kochbuchteich. Ja, könnte uns auch Grüngeschütz. Ein stationäres Geschütz, das bedient werden muss. Schießt Pollen, um fliegende Feinde zu Boden zu bringen. Fügt Kreaturen zusätzlichen Schaden zu, die an Verteidigungsaktionen beteiligt sind. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn man so einen Mixer machen würde. Da könnte man so ein Pollengeschütz dahinsetzen. Oder eine Minzkeule. Eine riesige Keule aus Icecaps Minzpastillen. Fügt bei Treffer frischen Schaden zu. Leider nicht zum Aufbrechen geeignet. Wir haben ja manche Tiere, die auf Frische reagieren, ne? Wobei bis jetzt haben wir mit der Axt eigentlich jeden Gegner so weit in den Griff gekriegt. Schilder-Set-Krähe, eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung im Schildrahmen. Ja, ist schwer, ne? Was nimmt man? Was braucht man wirklich als nächstes? Faserverband effizient. Fressbomben. Ich glaube, ich nehme das Fressbombenrezept. Ja, das nehmen wir einmal mit. Wollen wir was verbessern? Noch können wir das Geschütz kaufen. Das wird mich halt auch schon echt reizen. Rezept für die Minzkeule. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wo ich Minze herkriege. Oh, du. Das ist so schwer. Hier ist einfach viel zu viel Auswahl. Ja, wir... Komm, wir nehmen die Minzkeule noch mit. Die kostet ja nicht so viel und den Rest sparen wir erstmal auf. So, wir brauchen ein Bienenschienenbeinpanzer. Das kriegen wir hin. Gesichtspanzer Marienkäfer kriegen wir auch hin. Haben wir alles für diese Sprühflaschengipfel. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so das Interesse, weil ich einfach zu viel vorhabe, wo wir noch hin wollen, ne? So, damit haben wir Berg auch wieder besucht. Wiedersehen, Berg. Schlaf schön. Es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten hier, was man machen kann, was man nehmen hätte können. Ich habe noch vieles, vieles vor. Ja, es ist schwierig einzuteilen, ne? So, was wäre jetzt wirklich essentiell? Was wollen wir unbedingt machen? Was können wir unbedingt machen? Aber wir wollen jetzt erstmal zum Sandkasten. Also ich werde jetzt, denke ich mal, noch ein bisschen an der Basis basteln. Jetzt, weil wir da eh gerade vorbeikommen, denn. Und wenn das erledigt ist, dann gehe ich mal zurück zum Picknick-Tisch. Dann gucken wir mal, dass wir uns da langsam rüberarbeiten, ne? So. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.